haben noch wesentlich stärker den Bereich der Logistik, Kaufleute für Speditionslogistikdienstleistungen mal als Beispiel genannt. Und was natürlich auch für die Region Westmecklenburg ganz wichtig ist, der gastronomische Bereich. Obwohl man da ja so schlecht verdient, ne? Das stimmt nicht. Wenn wir natürlich in den Industriebereich reinschauen, ist das Gastgewerbe nicht an der Spitze. Das ist so. Nehmen wir aber die Handwerker mit dazu, dann ist das Gastgewerbe mittendrin. Also das Urteil, was hier verbreitet wird, stimmt einfach nicht. Sie haben ja in der vergangenen Woche die 7. Fachmesse für Ausbildung und Studium, die Nordjob, in Schwerin veranstaltet. Wie war der Ansturm? Riesig. Also wir hatten etwa knapp 2000 Leute an den beiden Ausstellungstagen. Wir hatten 52 Aussteller, alle Aussteller waren zufrieden. Viele Gespräche wurden organisiert. Das ist, denke ich mal, eine Form, wo man sehr, sehr passgenau einfach zueinander kommen kann. Was hat sich verändert im Gegenzug zu den vorherigen Messen? Die Betriebe sind wesentlich offener. Sie wissen, sie brauchen junge Leute als Fachkräfte. Sie gehen mit den eigenen Anforderungen deutlich zurück. Und wer sich wirklich sehr, sehr individuell in den Betrieben vorstellt, hat in diesem Jahr so gute Chancen wie noch nie. Also am besten individuell vorstellen oder ein Praktikum machen und dann läuft das eigentlich wie ein gutes Länderspiel. Also wenn es für diesen Sommer sein soll, einfach hingehen. Einfach hingehen. So, der Regierungsbeauftragte der evangelischen Kirchen ist Markus Wiechert. Und ich hatte vorhin so gesagt, Sie sind also der Lobbyist im Land für die Kirchen. Ja, darauf habe ich geantwortet, dass das Wort Lobbyist nicht so recht meinem Aufgabenanspruch entspricht, weil natürlich der Blick der Kirchen viel weiter geht als nur auf eigene Interessen. Natürlich schauen wir, was passiert hier in der Gesellschaft gerade und worauf möchten wir öffentlich hinweisen, was sind Probleme, die wir ansprechen möchten. Wenn wir fragen, Individualität, Chance oder Illusion, da sieht man, der Pastor läuft immer in Schwarz rum. Ist nicht viel mit Individualität. Das stimmt nicht. Also ich bin 10 Jahre lang Gemeindepastor in Wismar gewesen und ich bin nur am Sonntag in Schwarz rumgelaufen oder wenn ich eine Beerdigung oder Trauung gehalten habe. Jetzt bin ich in einer Verantwortung, wo ich schon öfter mal in einem Anzug zu meiner Arbeit gehe. Das ist einfach so. Aber ich denke, Individualität ist etwas ganz Wichtiges. Ich bin selber als Schüler auf einer Schule gewesen und habe da Abitur gemacht. Das war noch in DDR-Zeiten, auf einer kirchlichen Schule, die sehr individuell war. Wir waren dort 75 Schüler und das Spektrum ging von, auch politisch gesehen, von sehr unangepassten Jugendlichen, die die ersten Punks damals in DDR-Zeiten waren, bis hin zu auch politisch relativ rechtsorientierten Jugendlichen. Ich meine jetzt nicht rechtsradikal, aber rechtspolitisch. Und das Spannende war eigentlich, wie man dennoch miteinander gut auskommt. Also ich glaube, da kann Schule auch ein guter Lernort sein fürs Leben, diese Verschiedenheit einfach anzunehmen und als Reichtum zu empfinden, miteinander zu gestalten und daran zu partizipieren. Die Kirche als Arbeitgeber, muss man so uniform sein, dass man sagen muss, also aber bitteschön in der Kirche müssen Sie sein? Der Wunsch ist in der Regel da, dass Mitarbeiter in der Kirche auch Mitglied der Kirche sind. Ein Mitarbeiter der evangelischen Jugend ist heute auch hier. Ich habe ihn, als ich kam, begrüßt. Er ist hier von mir aus gesehen links neben der Bühne, Markus Vergin von der evangelischen Jugend Schwerin, macht ein Angebot, hier in einen Baum zu klettern. Also die evangelische Jugend Schwerin macht ganz verschiedene schulkooperative Angebote, soziale Angebote für Jugendliche. Zum Beispiel ein ganz großer Arbeitgeber in unserem Land ist natürlich im Bereich der Kirche die Diakonie. Und auch hier gibt es mittlerweile leider einen Fachkräftemangel. Wir hatten ja am Montag die Anhörung zum KiföG, zum Kindertagesstättengesetz. Und da wurde auch deutlich, es fehlen auch im Bereich von Kindergärten mittlerweile schon die Fachkräfte. Und da kann ich einfach auch nur werben, sich für so ein Arbeitsfeld zu interessieren, zum Beispiel im Bereich der Diakonie, weil es eine sehr erfüllende Arbeit sein kann, mit Menschen in Kontakt zu sein, mit Menschen zu arbeiten. Herr Schmidt, last but not least, ganz an der Seite, ich komme mal zu Ihnen. Die Stadt Schwerin, warum sollen Jugendliche in der Stadt Schwerin bleiben? Soll einfach bleiben, weil es hier schön ist, weil die Stadt vieles bietet im Freizeitbereich, im schulischen Bereich, auch in der Berufsausbildung. Und es gibt viele, viele Anreize, hier in der Landeshauptstadt Schwerin zu bleiben.
Und Sie sagen, also es ist auch gut, Jugendliche in der Stadt zu haben, weil das auch einfach so eine Stadt nach vorn bringt. Es ist für uns absolut wichtig als Stadt, dass wir eine ganz bunt gemischte Gesellschaft haben. Das heißt, da müssen die Jungen da sein, es müssen die Alten da sein, denn die sind das, die das Leben hier innerhalb von Schwerin entsprechend gestalten. Und wir auch als Oberzentrum hier in Westmecklenburg sind natürlich da hochgradig daran interessiert, viele Jugendliche hier in dieser Stadt entsprechend zu versorgen. Und wenn Sie jetzt so sehen hier diesen Schulhof, Schule zeigt dich, da kann man doch mit zufrieden sein. Also ich bin hier hochgradig zufrieden. Ich finde das faszinierend. Ich hatte vor vielen Wochen mal ein Vorgespräch mit dieser Dame. Ich habe den Namen leider wieder vergessen. Und bin also wirklich begeistert, weil das eigentlich die Kreativität der Schüler zeigt. Also das, was immer so nach vorne geschossen wird, die Schüler haben keine Lust, die haben kein Interesse, die wollen nicht, die können nicht. Also hier zeigt man ganz klar und deutlich, was Schüler können. Und da sind wir natürlich auch als Stadt, als Arbeitgeber hochgradig daran interessiert, solche kreativen Schüler hier bei uns in die Verwaltung zu bekommen. Herr Greta, als Schulleiter, kann man da sagen, jawohl, alles richtig gemacht? Ein Stück weit ja. Die Sache ist die, unsere Schüler sind sehr kreativ bei der Umsetzung von diesen Sachen. Ich würde mir wünschen, dass vieles von dem, was die Schüler schon machen und machen wollen, auch noch mit in den Unterricht einfließt. Und da sind meine Kollegen aufgerufen, eben halt sich daran vielleicht auch ein bisschen ein Beispiel zu nehmen. Also das war jetzt ein Appell an die Lehrer. Sie können ja mit dem Bullriding schon anfangen, oder wie war das jetzt? Ja, der Erste, glaube ich, hat auch schon drauf gesessen. So? Wer war das? Haben Sie das beobachtet? Nein. Haben Sie leider nicht beobachtet. Wie viele Schüler lernen denn gerade hier bei Ihnen an der Schule? Also wir haben zurzeit 2600 Schüler und Auszubildende etwa in der Schule. Bei den Auszubildenden ist es ja immer nur so, dass ein Drittel etwa in der Schule anwesend ist. In der Fachgymnasium und in der Fachoberschule ist das anders. Die sind ja täglich da. Das ist ja auch noch unsere Außenstelle in der Arsenalstraße und Lübecker Straße. Und wir rechnen allerdings leider im nächsten Jahr mit zurückgehenden Schülerzahlen und müssen dann sehen, welche Klassen, welche Ausbildungsberufe wir in der Schule wirklich noch ausbilden dürfen können. Eine Frage, die sich ja immer wieder stellt, ist, sind die Schüler wirklich dümmer geworden? Weil immer, wenn man irgendwas liest, die Schüler können das nicht, die wollen das nicht und früher waren die alle viel klüger. War das wirklich so? Nein, glaube ich nicht. Die Reizvielfalt, die auf so einen Schüler tagtäglich einwirkt, ist eine ganz andere, als sie noch zu unserer Zeit eben halt war. Es gab ja mal eine Zeit, da wurde zum Beispiel das Fernsehprogramm nachts abgeschaltet. Internet, Computer, daran war noch gar nicht zu denken. Und Handy, da musste man noch sich anstellen, um zu telefonieren. Also diese Reizvielfalt, die führt schon durchaus zu einer Überlastung. Und Schüler müssen auch ihren Tag ganz anders gestalten. Also beispielsweise, wir sind zwar das Oberzentrum, aber meine Schüler und Auszubildenden legen morgens einen recht langen Weg zurück, um hier zur Schule zu kommen. 7.30 Uhr geht es bei Ihnen los, die müssen wahrscheinlich öfters um 5 Uhr anfangen, also aufzustehen. Ja, es ist wirklich so, dass es eigentlich in diesem Jahr noch 7.30 Uhr losgeht. Wir sind aber dabei, das umzustellen fürs nächste Jahr. Ganz einfach, weil wir erreichen wollen, dass die Anfahrtszeit kürzer wird, dass sie dichter an den Schulbeginn rankommt. Und wenn Sie später anfangen, ist die Anfahrtszeit kürzer. Das ist eine tolle Logik. Nee, das ist wirklich so. Die brauchen dann nicht mehr um 5 Uhr oder 4.30 Uhr aufstehen, um